Name ist Rüdiger Ebel. Ich bin vom Architekturbüro Blauraum Architekten aus Hamburg. Wir sind die ersten Preisträger im Wettbewerb für das Baufeld, das Sie hier so wunderschön im Hintergrund sehen. Bei der Planung dieses Baufelds waren uns eigentlich zwei Aspekte besonders wichtig. Der eine war, dass wir das natürlich, also dieses neue Wohnen hier an dieser Stelle, möglichst verträglich in diesen einzigartigen Naturraum reinbringen, zwischen Wald- und Wiesengrün. Das andere Thema, was uns sehr wichtig war, war, sagen wir mal, die scheinbaren Gegensätze von Homogenität und Individualität zu verbinden hier an der Stelle. Das heißt, diese Grenze zwischen Gemeinschaft und Privatsphäre hier in einer Einheit zu verknüpfen. Nämlich einerseits wollten wir schon einen ganz starken Quartierscharakter schaffen, andererseits wollten wir natürlich auch die Individualität des Wohnens, dass man sozusagen diese Adressbildung hat, dass jedes Haus eigentlich so ein bisschen unterschiedlich ist. Dadurch, dass wir eher kleine Hauseinheiten gebildet haben, die Nischen möglich machen, wir haben das erreicht durch die Freiraumplanung, die eigentlich eher schwellenlos funktionieren soll, also die Freiräume auch miteinander verknüpft und vor allen Dingen viel Platz für Gemeinschaftsflächen bietet. Andererseits haben wir auch gesagt, vom Material her muss das natürlich hier reinpassen. Das heißt, wir setzen da eher auf traditionelle Baustoffe, schon fast archaische Baustoffe wie Stein und Holz, ja, um eben auch die Verknüpfung hier mit diesem Naturraum herzustellen. Was uns hier wichtig war eigentlich die Verknüpfung von diesem Freiraum, von diesem Landschaftsraum mit den Häusern, das heißt mit der Kubatur der Häuser, aber auch natürlich mit deren Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben uns hier wirklich auch mit Materialien beschäftigt, haben uns damit beschäftigt, wie kann man regenerative Energien zusätzlich nutzen. Wir haben hier Photovoltaik auf die Dächer geplant, wir haben eigentlich einen Elementkatalog entwickelt von verschiedenen Materialien, die wir unterschiedlich zusammensetzen und dadurch eben auch eine Individualität des einzelnen Hauses erreichen können. Wir haben für dieses Quartier sozusagen Materialelemente entwickelt, die wir unterschiedlich zusammensetzen. Das heißt, jedes Haus wird unterschiedlich sein, aber im Großen und Ganzen werden die einen Materialzusammenhang haben. Und in dieser Nachbarschaft haben wir natürlich sofort erstmal gedacht, das müssen eigentlich nachhaltige, haptische Materialien sein. Das müssen schon fast archaische Materialien sein, also die auch mit diesem Ort hier umgehen, mit dem Wald, mit dieser Wiese. Das heißt, wir haben uns da für Stein entschieden, also einen ganz traditionellen Baustoff, und Holz. Und in dieser Verbindung liegt eigentlich dann auch die Spannung in diesem Quartier. Und in dieser Verbindung schaffen wir auch dann die Individualität der einzelnen Häuser, indem wir das unterschiedlich einsetzen, durch Vorrücksprünge im Stein, durch unterschiedliche Verlegungen von diesen Holzpaneelen und wir aktivieren sie auch. Also was uns auch ganz wichtig war, dass sich die neuen Bewohner ihr Haus, ihre Wohnung aneignen können. Das heißt, dass die sich das individualisieren können. Wir haben zum Beispiel alle Freiräume eigentlich mit Loggien aus Holz versehen, wo wir auch Geländer aus Holz haben und aber auch an der Wand Holzelemente, die man sowohl beranken kann, aber auch einfach so lassen kann, wie sie sind. Das heißt, da gibt es eigentlich diesen individuellen Unterschied. Und das ist einfach so ein Aspekt, wo wir glauben, dass wir hinterher hier ein sehr quirliges, familiengerechtes Wohnquartier finden oder entwickeln können, dass wo man sich gegenseitig hilft, ja, wo man sich gegenseitig kennt, aber wo man auch seine Privatsphäre zum Wohnen findet.